Donald Trump als US-Präsident, die Zustimmung der Briten zum Brexit oder menschenverachtende, fremdenfeindliche Parolen im Deutschen Bundestag. All das war noch vor einiger Zeit kaum vorstellbar. Trotzdem ist es passiert. Müssen wir uns Sorgen machen um die Zukunft der Demokratie? Auch jüngste Ereignisse wie der rassistische Aufmarsch in Chemnitz zeigen, es ist höchste Zeit, die Grundwerte einer demokratischen, liberalen Gesellschaft zu verteidigen. Aber wie und warum wir nicht wegsehen dürfen, stimmen dazu von der langen Nacht der Demokratie in Augsburg. Sie ist kostbar, aber fragil, die Demokratie. Soziale Ungleichheit, das Erstarken rechter Parteien und Hass, der sich ungehemmt auf den Straßen entleert. Verfechter der Demokratie sehen diese in Gefahr und verteidigen sie, jeder auf seine Weise. Demokratie lebt von Partizipation, aber auch von Vertrauen in den Rechtsstaat. Dejun Liu ist chinesischer Menschenrechtsaktivist, floh vor 4 Jahren nach Deutschland. Sicherheit in einer Demokratie bedeutet zwar Sicherheit durch den Staat, aber auch vor dem Staat, sagt er. Deutschland ist schon perfekt, ein Rechtsstaat, auch eine Demokratie. Die Deutschen haben auch einen Weg, um eigene Rechte oder die Demokratie zu verteidigen. Aber in diesem Jahr, ja, das habe ich beobachtet, ist auch etwas schief gelaufen ist. Und besonders nach dem neuen Polizeigesetz-Verordnung. Das ist jetzt, die Polizei hat mehr Macht oder auch finde es außer Kontrolle. Auch polarisierende oder fahrlässige Aussagen von Staatsdienern beschädigen die Demokratie. Liu erinnert an die Haltung von Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen zu den Vorfällen von Chemnitz. Verfassungsschutzpräsident, er hat es behauptet, es gab kein Problem. Bin eigentlich erschrocken. Ich denke, jetzt die Deutschen müssen mehr dagegen tun, um, ja, um eigene Rechte oder auch demokratische Staat zu verteidigen.